Können wir die irgendwie wegschmeißen oder so? Okay, wir brauchen das noch besser. Stimmt, ich sollte ihren Lidschatten ein bisschen nachbessern. Okay. Hier, das Foto vielleicht hier so. Nein, nicht zum Liebestunnel. Foto da rein? Keine Ahnung, ey. Also da rein. Ach Mann. Das funktioniert schon mal nicht. Andererseits, ich sollte. Ein Publikum besorgen. Ja klar, macht Sinn, ne? Lass entnommen! Darf er, dass er Höhenangst hat, trifft man ihn unverhältnismäßig oft am Rande irgendwelcher Abgründe. Irgendwie hat er ja recht, ne? Der würde sich gut auf dem Foto machen, aber ich bezweifle, dass ich die Fotowand hier raufgewuchtet kriege. Ja, wie können wir denn. Weiß ich nicht. Mein Vor. Irgendwer die Mod. Ob es wohl romantischer wird, wenn ich Ghoul eine Augenklappe male? Mein Bauch sagt. Ja, besser. Was? Das kriege ich besser hin. Ich ja. Sehe, aber Ghoul. Guck mal, McRonagall. Du kennst das, da geht es um die. Mann! Er ist der Letzte, den ich zum Thema Hutmode befragen würde. Wie kriege ich den denn? Das hier könnte dich unter Bingo! Okay, jetzt bin ich bin wieder. Ich bin raus irgendwie gerade. Ich kann die Kamera und so wieder alles mitnehmen, ja. Aber zu welchem Preis? Wozu? Um das hier zu und vielleicht ein Mir fallen aber das hier. Lieblos. Ich bin. Ach, was sag. Mir fallen auf an, aber das. Okay, das geht nicht. Das muss meinetwegen nicht. Offenbar sind Fleisch. Warum. Mir fallen auf, aber das. Mann! Es lohnt sich nicht spät. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Es lohnt sich spät. Es lohnt sich spät. Wie? Komm ich hier weiter? Alles klar. Sie hat das Gesicht, nur auf dem Laufsteg hat sie noch Probleme. Okay. Ich bin nicht der Typ, der seiner Freundin die Fresse poliert. Bisher war es ja meistens sogar andersrum. Okay, jetzt können wir das darauf? Hier läuft gar nicht. Irgendwas scheint. Ja, es scheint was zu fehlen, ja klar. Es kann halt keiner. Nein, ich red mal mit ihm hier. Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Ah. Ja. Ich sitz gerade echt doof. Passt. Ja, es kann auch nicht an die Gelenkstange. Scheiße. Können wir. Um das hier zu und vielleicht. Mann! Kann ich den Hammer nicht mitnehmen? Dafür brauche ich. Okay. Das könnte diesem verdammt. Das könnte. Wir können hier auch nichts. Hier haben wir auch nichts mehr. Ja doch, wir haben den Wurstbot noch. Ja, hier, wow. Hallo? Saftladen. Der ist aber. Warte mal, können wir den Hammer vielleicht mit dem Wurstbot benutzen? Hier, guck mal. Es scheint ihm Wurst zu sein. Witzig. Mit dem Auslöser vielleicht? Mit diesem. Nee. Mit dem Hammer. Klappe. Mann.
Ich will diesen Hammer mitnehmen können. Einfach nur mitnehmen können. Das wäre schon mal echt schnieke. Das wäre schon mal richtig schnieke. Fast besser als die echte. Die hier lächelt ja wenigstens. Hm. Die Braut zeigt mir den Finger. Und es ist nicht der Ringfinger. Okay, wir brauchen die Hand, wie es aussieht, wieder auf jeden Fall. Viele Hände schaffen ein schnelles Ende. Deshalb schlafe ich für gewöhnlich mit einer Laubsäge unterm Bettkissen. Was kann man denn mit dieser Hand machen? Können wir ihm vielleicht diese Hand geben? Das wird ihn nicht interessieren. Ah, ich sehe, du hast Talent. Yeah. Der Prophet vielleicht? Man muss kein Prophet sein, um zu helfen. Er braucht die Tusche will er haben irgendwie. Ich hasse die Held ja nicht. Aber er braucht erstmal ein neues Gebot. Hier ist aber nichts mehr. Ein Grab, ja. Können wir irgendwas ins Grab schmeißen? Keine Ahnung, die Fotos zum oder so. Wegwerfen zu schade, als Grabbeigabe zu ordinär. Zum Wegwerfen. Hm. Zum Wegwerfen zu. Damals waren offenbar extravagante Hüte hip. Und das Wort hip. Hä? Jetzt rede ich nicht. Ja, jetzt rede ich nochmal mit denen, ne? Aber. Nee. Ich verstehe. Und auch. Okay, jetzt bin ich wieder echt verwirrt. Was ist, wenn wir. Können wir ihm vielleicht. Das zeigen? Schau mal, extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Oh je. Das heißt ja, ich bin voll hinter dem Trend. Wo bekomme ich denn jetzt einen extravaganten Hut her? Weiß ich nicht, Poliermaschine? Hä? Was soll als das ob denn sein? Ein Hut vielleicht. Und ein extravaganter dazu. Her damit. Rotschick. Und er schmeichelt der Kopfhaut. Tja, da gibt's bei dir ja einiges zu schmeicheln. Ach, sei mal flexibel. Nein, oh. Okay. Das wird ihn. Okay. Das wird ihn nicht in. Schau mal. Was ist das? Geht es um eine Vorhersage? Ja, geht es. Oh, du bist gut. Dann kann ich dir nicht helfen. Oh. Ohne Kugel keine Vorhersage. Hey. Schau mal, extravagant. Ich weiß, das hast du mir schon gezeigt. Okay, er hat jetzt auf jeden Fall einen coolen Hut oder so. Hm, irgendwas. So, warte mal, wenn ich ihm jetzt hier das gebe. Schau mal, der mehr Platz für Stirn. Dieses Mon. Kannst du jetzt eine. Wie denn? Ich habe immer noch keine. Oh. Doch. Verstehe. Ja, nice. Ach, warum nicht? Worum geht es? Als ob es funktioniert hat. Ich brauche ein romantisches Foto von mir und meiner Freundin, um ein Boot auszuleihen. Hast du etwa keines im Portemonnaie? Ja, aber kein ausreichend romantisches. Zeig mal. Was? Was ist? Ist das etwa deine Freundin? Ich hoffe, ihr plant keine Kinder. Oh. Die Zukunft, okay? Schon gut. Ich glaube, ich empfange tatsächlich ein Bild. Aber was ist das? Eine Feedback-Schleife. Schnell, nimm das weg. Nimm das weg, nimm das, 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 nimm das. Yo. Hallo? Ist das noch Teil der Vorhersage? Wie unheimlich. Hallo? Was? Oh, entschuldige, bitte. Ich muss kurz eingenickt gewesen sein. War gestern wohl etwas länger, was? Wer hätte gedacht, dass sie so tief in der Provinz so gute Goa-Party schmeißen? Ist Goa nicht eine Musikrichtung? Schon okay. Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Okay, Moment.
Zack. Kamera nehmen. Zack, Kamera geben. Keine Fotos bitte. Außer ich habe gerade eine Vision. Dann dürfte ich also. Ja klar. Dann wäre es nämlich eine Foto-Session. Zur Hölle, wo bin ich denn hier gelandet? Okay, hier, dann stimmt, mach mal. Zeig mal. Was? Was ist? Ist da? Ich hoffe, ja, hatten wir schon. Eine So. Ist das noch? Unheimlich, genau. Bitte recht freundlich. Zack. Jetzt nochmal geheimnisvoll. Agentengleich. Yeah. Ich möchte die Vision spüren. Und jetzt, als hättest du unter dich gemacht. So, ich glaube, ich habe alles, was ich sehen wollte. Es war eine Freude, mit dir zu arbeiten. Die Zukunft ist ein wenig unscharf. Moment. So, jetzt wird er wieder normal, genau. Wenn wir jetzt... Es war eine Freude, mit dir zu arbeiten. Visionsfoto. Nein, sie ist perfekt so, wie sie ist. Okay. Was können wir denn jetzt mit diesem Foto machen? Moment. Er braucht doch eine Vision. Dann kriegen wir Hammer und Meißel. Dir fehlt also eine Vision? Nun, hier hast du eine. Ja, es funktioniert. Aha, ich erkenne hinsetzen. Gar nichts. Ich weiß, es ist verwackelt. Das ist der temporale Jetlag. Das letzte Mal, dass ich geschlafen habe, ist in 10 Stunden. Du verstehst mich falsch. Ich finde es super. Explizit werden macht nur angreifbar. Es sieht so aus wie ein Tunnel aus ein und demselben Bild. Und ein Ende ist nicht zu erkennen. Das hat irgendwas mit einer Feedbackschleife zu tun. Perfekt. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das letzte Gebot lauten muss. Jetzt brauche ich nur noch eine Methode, sie auf Stein zu bringen, ohne das 4/3 Gebot zu verletzen. Hier, nimm meinen Meißel. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Ja. Nice. Und hier. Abwaschbare Wasserfarben? Perfekt! Damit kann ich endlich das letzte Gebot vollenden. Hey, Jungs, da oben tut sich was. Hat er schon wieder seinen Bart irgendwo festgemeißelt? Das wäre geil. Es gibt ein neues Gebot. Echt? Wie lautet es? Nur eines bleibt für immer stehen. Die Show muss ewig weitergehen. Oh. Und darauf haben wir jetzt hier die ganze Zeit gewartet? Ich bin so enttäuscht. Habt ihr auch plötzlich das Bedürfnis, zurück nach Haldika zu gehen, um religiöse Spinner totzumetzeln? Wir sollten definitiv unsere Entscheidung, unser Leben zu überdenken, überdenken. Genau. The show must go on. Du sagst es. Hört. So, können wir jetzt mit denen reden und jetzt wollen die jetzt bestimmt einen neuen Auftrag, oder? Die wollen doch bestimmt einen neuen Auftrag jetzt. Bestimmt! Hey, da! Redest du? Ja, ich rede mit euch. Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Lass hören. Ja! Wir haben lange genug hier rumgegammelt. Ach, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, ob das was für euch ist. Es geht darum, einen Ring zu suchen. Red weiter. So ein Biest hat ihn geklaut und ist damit... in ein Labyrinth geflohen. Nun, wir haben schon schlimmere Aufträge angenommen. Allemal besser als dieser Promo-Job für Babynahrung im Wrigley's. Worauf warten wir noch?
Die Zeit ist gekommen, meine Getreuen. Zu lange haben wir den dunklen Mächten erlaubt, Tod und Schrecken über uns zu bringen. Seid ihr bereit, mir euer Schwert für die letzte, alles entscheidende Schlacht zu überlassen? Soll das da drüben etwa das Labyrinth sein? Ich interpretiere das als ein begeistertes Jawollo, los geht's. Ja. Rein. Seid ihr bereit für den Kampf aller Kämpfe? Für die Creme aller Cremes, für den Sims aller Wimps? Wir haben noch gar nicht über unsere Belohnung gesprochen. Für ihr kriegt Ruhm nichts. Und Ehre. Hat er Ruhm oder Rum gesagt? Lassen wir es drauf ankommen. Alles klar. Das hier kriegen wir vielleicht damit auf? Dann gehen wir mal zurück. Hey! Yeah! Komm schon, irgendwas! Okay! Ich hab keine Ahnung, was das gerade für ein Spiel war! Alles klar! Ist das ein Einhornring? Das Kleinod in Händen haltend, gedachte er der tapferen Kameraden, die in der Schlacht gefallen waren. Hässlicher Huttyp, anderer Typ. Und, habe ich jemanden vergessen? Okay, jetzt haben wir einen Ring. Können wir doch bestimmt hier raufpacken. Oh, Rufus, wo hast du nur dieses kostbare Schmuckstück her? Ich habe sie auf Elysium aufgegabelt. Du Charmeur! Oho! Um das hier zu montieren, bräuchte ich schon einen Adapter und vielleicht ein... Ach, Mann. So. Wir haben noch einen Hammer und einen Meißel. Damit können wir doch bestimmt hier oben irgendwas machen. Stillhalten? Stopp! Was hast du vor? Stillhalten gilt auch für die Sappelklappe. Ich protestiere! Stell dich nicht so an. Es ist wie ein Pflaster abzureißen. Nur eben mit Hammer und Meißel. Handwerk hat goldenen Boden. Nein! Wenn du das Wasser verfehlst, vergiss nicht, dich abzurollen. Dass mich die Leute aber auch nie ausreden lassen. Dann haben wir hier oben jetzt irgendwas Neues? Nee, ne? Der Chronicle? Hallo? Da ist er! Hallo! Na, da schau her! Dero Gnaden hat sich doch noch bequemt, hier aufzukreuzen. Ja, wer hätte das gedacht, nachdem du mich eben beinahe getötet hättest? Das war doch vollkommen ungefährlich. Du hingst über dem Fluss. Direkt über der Stelle, wo Biber einen Damm aus rostigen Nägeln gebaut haben. Das zählt trotzdem als Fluss. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Tja, das Leben ist kein Grabbeltisch. Ich zum Beispiel bräuchte einen zuverlässigen Assistenten. Und nun guck mal im Spiegel nach, was ich da habe. Also, was ist dein Plan? Porta Rustica ist nur wenige Stunden flussaufwärts. Wenn wir deine Abreise verhindern, kann heute Abend in Kuwak auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Könnte knapp werden. Bei Sonnenaufgang werde ich dort bereits aufbrechen. Dafür ist gesorgt. Ich habe uns ein Boot organisiert. Alles, was wir noch brauchen, ist ein romantisches Foto von Goal und mir. Und wo ist sie? Und was ist das da? Das Casting ist Sache der Regie, okay? Du operatest die Kamera. Und ist es jetzt soweit? Ja. Ja, geht los. Drück einfach auf den Auslöser. Kamera bereit. Da
Das kriege ich besser hin. Das geht noch besser? Was? Ich brauche noch diesen Stern. Glaube ich mal.